Herzlich willkommen zum New World Economic Forum, das moderiert wird vom Diplom-Theologen Jürgen Wagner, bekannt aus Maischberger, Stefan Raab und allen, fast allen großen Fernsehsendern, und der eben ohne Cancel Culture alle einlädt, ihre Lösungsentwürfe für die bessere Zukunft der Menschheit mitzuteilen. Und heute habe ich mir, ich bin jetzt leider heute der Einzige. Am Samstag werden wir wieder mindestens zu zweit sein, am Montag vielleicht wieder zu fünft. Und die große Einladung ist ja noch nicht raus zu der ersten Woche, wo ich vorgeschlagen habe, dass man dann Dienstag bis Sonntag abends 20:15 Uhr machen soll. Aber jetzt bin ich der Einzige. Ich vertrete jetzt also die Lösungsentwürfe von Weltrat, Next Scientists for Future, Partei des Gemeinwohls, PDG, und zwar die GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung aus der Gruppe der Gemeinwohlökonomien, von denen ja die bekannteste die von Christian Felber ist. Ja, und wie schafft jetzt die Gruppe der Gemeinwohlökonomien aus der Menge aller Lösungsentwürfe für die Menschheit, wie schafft sie den Krieg ab? Dazu müssen wir erst einmal verstehen, woher der Krieg kam. Der Krieg kam durch bestimmte Evolutionsverläufe zustande. Und zwar, dazu zeige ich Ihnen mal entsprechende Bilder. Das bin ich, ja, das ist mein Hauptbild. So. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Übrigens, wenn die Fernsehzuschauer, die Live-Zuschauer mögen, vielleicht mal einfach nur Hallo in den Chat zu schreiben, um zu sehen, ob das überhaupt funktioniert, ob das überhaupt ankommt. So, dann schauen wir mal. Woher kommt der Krieg in der Evolution? Also, ich glaube, ich fange mal mit dem Bild hier an, mit diesem hier. Ja, da brauche ich die Maus dazu. In der Naturwissenschaft haben wir viele Hinweise darauf, dass wir Menschen genauso gelebt haben wie die Bonobos in sogenannten bonobo-kommunistischen Gruppenehen, circa 150 Individuen, Frauen mit Mutter, Kinder. Und da so sah die Welt aus. Sie war überspannt. Natürlich vor 400.000 Jahren. Wo fand das statt? Irgendwo in Afrika, ne? Also vor 400.000 Jahren hatten von unseren Vorfahren noch kein einziger Afrika verlassen. Denn unsere Linie verlässt Afrika erst vor 100.000 Jahren. Vor 400.000 Jahren im Übergangsfeld Homo erectus zu Homo sapiens, also lebten wir eben, und ich nenne uns ja die Savannen-Bonobos, im Gegensatz zu den Urwald-Bonobos Pampaniskus, also Homo erectus Homo sapiens ist gleich Savannen-Bonobos. Lebten wir in diesen Bonobo-kommunistischen Gruppenehen. Und da, bei Bonobos wissen wir, wenn eine Gruppe die andere besucht, also wenn diese Gruppe hier andere besucht, also dann ist das ein unheimlich großer Verbund. Nämlich deren Töchter sind ja alle Mädchen sind abgewandert irgendwo in irgendwelche umliegenden Gruppierungen. Es kann auch sein, dass die Gruppierung manchmal auch ein bisschen weiter weg ist, also dass es so weit geht, und dass also eine Linie weitergeht, ja. Und
Und aus diesen Gruppen und den weiteren Gruppen kommen auch irgendwelche von den Töchtern wieder in diese Gruppe. Das heißt, da ist eine herzliche verwandtschaftliche, da ist ja eine ziemlich große verwandtschaftliche Verbundenheit, ne? Also, da ist einfach viel Verwandtschaft, ne? Und da, das erklärt auch natürlich, warum die Bonobos eben dann auch so liebevoll miteinander alle sind. Mit den Nichtverwandten hat man Sex, wenn man sich trifft. Und die Verwandten erkennen sich eben teilweise wieder, ja, weil die Frauen hier und die alle, die hier sind, in dieser Gruppe, die aus dieser Gruppe sind, die erkennen ja, wer davon ihre eigenen Töchter sind, ne? Man erkennt sich ja. Und dann zeigt die Tochter natürlich denen auch die Enkelkinder, also, und das ist natürlich selbstverständlich ein liebevolles Geschehen. Das Einzige, wo ich Zweifel hätte, was ich nicht wüsste, wenn wir jetzt also hier, nehmen wir mal an, am einen Ende des Verbreitungsgebiets der Bonobos, also ganz weit draußen hier, ganz weit in diese Richtung draußen, ganz weit hier in diese Richtung draußen, da am Ende des Verbreitungsgebietes aller Bonobos eine Gruppe, wenn wir dir jetzt ein Schiff geben und die kann ganz ans andere Ende des Verbreitungsgebiets der Bonobos eine Gruppe besuchen, ob sie da vielleicht, weil da gibt es überhaupt keine Verwandten, die sind alle sozusagen bei Säugetieren haben wir ja das Problem, dass Säugetiere immer Bruder und Schwester nur zu 0,5 verwandt sind. Bei Ameisen zum Beispiel haben wir diese 0,75 Verwandtschaft. Und bei Körperzellen haben wir 1,0 Verwandtschaft, weswegen sich Immunzellen zum Beispiel aufopfern, selbstlos, für den Gesamtkörper, weil sie ja genidentisch sind. Ameisen machen das Gleiche. Warum machen sie das? Weil sie keine eigenen Geschlechtsorgane haben. Die Arbeiterinnen und Soldaten haben keine eigenen Geschlechtsorgane. Das heißt, sie haben gar keine Möglichkeit, jemals durch irgendeine Sache, sozusagen, irgendetwas, zu erreichen oder irgendetwas für sich selbst zu erreichen. Sie können keinen eigenen Nachwuchs in die Welt setzen, weil ja der Eierstock besteht ja aus der Königin. Ja? Und deswegen verhalten sich die Ameisen, obwohl sie nur 0,75 miteinander verwandt sind, sich aber faktisch, als wären sie 1,0 verwandt. Und dann deswegen opfern sich die Soldaten völlig selbstlos auf im Abwehrkampf gegen irgendwelche Angreifer. Aber bei uns Säugetieren ist alles anders, denn Bruder und Schwester sind nur 0,5 verwandt. Das Höchste ist vielleicht, dass wir sagen müssen, Mutter und Kind sind eigentlich nur 0,5 verwandt, aber wir müssen sagen, eigentlich sind sie eher 0,6 oder vielleicht 0,65 verwandt, denn wenn Sie mal überlegen, wenn eine Mutter die Wahl hat, wen rettet sie? Die Tochter oder die Schwester. Beide sind 0,5 verwandt. Aber die Tochter hat eine viel längere Zukunftslaufzeit als Potenzial als die Schwester. Ja? Und deswegen wird sich wahrscheinlich die Mutter entscheiden, die Schwester sterben zu lassen und die Tochter zu retten, eben weil sie in ihrer persönlichen Wahrnehmung, weil sie eben mehr Zukunftspotenzial hat als die Schwester, die ja vom Alter her ungefähr ähnlich ist wie die Mutter, während die Tochter deutlich jünger ist, wird sie also die Tochter retten und die Mutter sterben lassen. Und deswegen könnte man bei Eltern und Kindern vielleicht von 0,6 sprechen oder 0,65 von mir aus, ne? Weil eben wir die Zukunftserwartung ja mit einrechnen müssen. Aber das sind auch neue Dinge, die gibt's nur innerhalb des Weltrates, der Weltspitze der Wissenschaft eben, ja. So, und jetzt schaue ich mal.
Nochmal die Bitte an die Fernsehzuschauer, einfach mal ein Hallo in den Chat reinzuschreiben, damit wir sehen hier, ob das überhaupt technisch funktionieren kann, ne? Sozusagen, ob wir ihr Hallo überhaupt sehen können. Dann schaue ich mal. Ja, das heißt aber, Säugetiere sind ansonsten miteinander verwandt, zum Beispiel die Tochter der eigenen Schwester ist wieder nur 0,25 verwandt. Wegen des Blicks in die Zukunft können wir vielleicht sagen 0,3 oder 0,35, weil wir den Zukunftswert ja noch eigentlich mit einrechnen müssen, der berücksichtigt wird sozusagen. Und aber die nächsten Verwandten sind dann nur noch 0,125 verwandt, 0,0625 oder 75 oder was auch immer. Auf jeden Fall haben die Säugetiere immer das Problem mit dieser geringen Verwandtschaft. Und deswegen sind Säugetiere potenziell immer so gewaltbereit wie bei Löwen oder Gorillas, wo eben Kinder und Rivalen getötet werden, ne? Und bei den Bonobos, bei den Bonobo-kommunistischen Gruppenehen, und vermutlich auch bei uns, den Savannen-Bonobo-kommunistischen Gruppenehen vor 400.000 Jahren, da war der Pazifismus erzeugt worden durch eine Ausweitung und zweckentfremdende Ausweitung der Sexualität, dadurch, dass die alle irgendwie in Liebe miteinander sind, werden sowohl die Rivalentötungen als auch die Kindestötungen gestoppt oder wurden gestoppt, ne? Und das ist der Grund für diese enorme Friedlichkeit und den Pazifismus der Bonobos. Und jetzt war ich ja dabei zu erklären, die Frage zu erklären, was passiert aber, wenn die gar nicht miteinander verwandt sind, wenn sich zwei völlig fremde Gruppen durch ein Schiff irgendwie künstlich in der Lage wären, plötzlich ganz Fremde zu besuchen, das wäre die Situation des Kolonialismus, würden die dann auch noch pazifistisch handeln oder würden sie dann die vielleicht versklaven, also die stärkere Gruppe, die schwächere Gruppe versklaven oder irgendwas anderes, ja, also oder würde es doch da zu Gewalttaten kommen zwischen den beiden nicht verwandten Gruppen? Keine Ahnung. Das wäre eine wissenschaftlich hochinteressante Frage. Ich vermute allerdings, dass dadurch, dass die Bonobos im Nahbereich gewohnt sind, immer automatisch gewohnheitsmäßig bei jeder Gruppe, der sie begegnen, liebevoll zu reagieren. Und das hoffentlich nicht nur abhängig ist von der Tatsache, dass sich Teile der Gruppen als Verwandte erkennen und wiedererkennen, dass es nicht nur daran liegt, sondern dass sie generell das als Verhaltensgewohnheit haben und dann kann man sagen, dass also Bonobos und Savannenbonobos, also wir, eigentlich pazifistisch sind. Und vielleicht sogar auch bei großen Distanzen, die ja durch Technik wie Schiffe möglich sind, vielleicht auch den Kolonialismus niemals praktiziert hätten. Wenn wir nicht die Marktwirtschaft erfunden hätten, den Kapitalismus, und der dadurch dann sozusagen letztendlich darauf hingewirkt hätte, dass wir letztendlich die Marktwirtschaft zerstört erst einmal die bonobo-kommunistischen Gruppenehen. Wie macht die Marktwirtschaft das? Die Marktwirtschaft, da hat der Tauschhändler, ja, ich zeige es nochmal als Bild hier, ja. Ich glaube, ich bin in der falschen Richtung unterwegs. So. Hierhin bin ich in der richtigen Richtung. Also, sobald in der Marktwirtschaft ein Tauschhändler, ja, man kann es gerade noch sehen, ein Tauschhändler einen Irrtum entwickelt, nämlich, oh, hört doch auf, euer liebevolles, sexuelles
Bonobo-kommunistisches Gruppeneheleben, das ist ja schrecklich, widerlich. Hört auf damit und so weiter. Das macht euch ja krank und so weiter. Und außerdem könnt ihr auch ruhig meine denaturierte Kunstnahrung verzehren. Ja, wenn jemand solche Irrtümer kommuniziert und der Mensch ist das suggestibelste, vertrauensseligste Lebewesen der Erde, weil aus im Bonobo-Kommunismus sich eine genetische Vertrauenstendenz bewährt hat, die führt heute im Kapitalismus zu einem fatalen Mitläufertum. Aber damals war die sinnvoll und die Vertrauensseligkeit auch gerechtfertigt, sinnvoll und gut für die Menschen, uns Savannenbonobos. Aber das führt jetzt hier dazu, dass die dem Früharzt und Frühhändler glauben und seinen Irrtum glauben. Dadurch wird quasi die Gruppenehe zerschlagen, die Sexualität wird ja unterdrückt sozusagen, die Gruppenehe löst sich auf, wir werden zu einsamen, kaufsüchtigen Singles und werden konsumsüchtig und kaufen dem Frühhändler viel von seinen Kunstnahrungschemikalien, die uns krank machen, ab. Aber er profitiert, kann sehr viele leibliche Nachfahren ermöglichen und ernähren und so weiter, findet viele geistige Schüler und an den Hochschulen, Universitäten werden seine vorteilbringenden Irrtümer in den zugehörigen Fächern gelehrt, wie man eben erfolgreich Geschäfte macht, ne? Und wenn er jetzt noch einen entscheidenden Irrtum erzählt, dann erzeugt er auch die Kriege. Er erzählt nämlich, och, da hat angeblich eine Gruppe, in Wirklichkeit ist es natürlich die Unwahrheit, denn bei pazifistischen Gruppen ist so etwas eben nicht passiert, aber er erzählt eine erfundene Geschichte, egal ob er sie selber glaubt oder nicht, er erzählt, oh, da hat eine Gruppenehe die andere nachts überfallen und totgeschlagen, die Leute bekommen Angst, kaufen ihm seine Steinäxte in rauen Mengen ab. Er wird total erfolgreich als Waffenhändler und wird diese Geschichte natürlich immer weiter erzählen. Und die Menschen fangen aber an, seine Manipulationsopfer durch diese vorteilbringenden Irrtümer fangen also an, darüber nachzudenken, selber die Nachbargruppenehen totzuschlagen, bevor die sie selbst totschlagen können. Und irgendwann kommt so, irgendwann viel später der erste Krieg in die Welt und dann explodiert irgendwann der Waffenkonsum massiv. Das heißt also, wir müssen davon ausgehen, dass es ohne die weltweite Erfindung der Marktwirtschaft und des Kapitalismus niemals Krieg gegeben hätte. Ich habe vorhin diese Ausnahme genannt, dass ich nicht sicher bin, ob wir, wenn wir durch Schiffe in ganz weit entfernte Menschenregionen vorstoßen, ob wir da nicht eventuell sowas wie einen aggressiven Kolonialismus betreiben könnten, sogar vielleicht eine Versklavung. Aber jedenfalls unter unseren Nachbarn wären wir pazifistisch geblieben, ja? Weil wir eben auch noch in den bonobo-kommunistischen, Savannen-bonobo-kommunistischen Gruppenehen leben würden, heute noch. Denn es hätte ja keinen Grund gegeben, diese glückliche Lebensweise aufzugeben. Nur der Kapitalismus hatte ja ein Interesse an der Zerstörung unseres Lebensglückes, damit wir kaufsüchtig werden, konsumsüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtigkeitensüchtig und so weiter. Ja, und damit habe ich gesagt, wie der Krieg zustande kam, nämlich durch die Erfindung Kapitalismus und Marktwirtschaft. Und jetzt sagt die Gruppe der Gemeinwohlökonomien, ja, dann müssen wir doch den Fehler Kapitalismus und Marktwirtschaft abschaffen und beenden. Und dann, wie macht man das? Zum Beispiel unsere GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, macht das so, dass wir hier diesem hier anstatt Belohnungen für seine vorteilbringenden Irrtümer zu geben, geben wir ihm Nachteile. Wir geben ihm Finanznachteile. Wir messen Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und da ja seine Verhalten die Menschen schädigt,
kriegt er also, wird er finanziell abgestraft und seine früher vorteilbringenden Irrtümer erweisen sich jetzt als nachteilbringende Irrtümer. Entweder er korrigiert die schleunigst mit unserer Hilfe oder er wandert hier in die Aussterbensposition und wird dann ausgeblendet, indem er nach spätestens einigen Generationen ausstirbt, ja, und ausstirbt. Und hier finden wir also dann in Zukunft nur noch, in der Erfolgsposition finden wir nur noch wahrheitsorientierte, also nur noch Menschen mit vorteilbringenden Wahrheiten. Und die breiten sich dann rasend schnell aus und dadurch verschwindet diese ganze kriegsorientierte und gewaltorientierte Mentalität aus der Psyche aller Menschen. Und die Waffenkonzerne, ja, wie machen wir das bei den Waffenkonzernen? Ja, da zeige ich auch euch mal was. Da lese ich mal was vor. Und jetzt bin ich hier im falschen Bild. Nachher zeige ich jetzt noch, hier werde ich das noch zeigen, was es Neues gibt. Hier Dr. Habeck, also unseren Vizekanzler hier und so, das werde ich alles gleich nochmal dann zeigen. Aber jetzt lese ich erst mal vor. Bin mal gespannt, wie das jetzt hier in der Aufnahme drin ist. Für Sie ist es gut, wenn es links ist. Für die Live-Zuschauer ist es besser, wenn es links ist. Für die Video-Zuschauer ist es vielleicht angenehmer, wenn es weiter rechts ist. Aber da die Video-Zuschauer das sowieso lesen können, nehme ich jetzt mal Rücksicht auf die wenigen Fernsehzuschauer. Nochmal meine Bitte an die Live-Zuschauer, doch einmal einfach nur Hallo in den Chat zu schreiben, damit wir sehen können, ob das überhaupt funktioniert. Ich kann jetzt auch nochmal nachprüfen, falls das schon jemand gemacht hat, gehe ich jetzt mal zur Sicherheit, gehe ich jetzt einfach mal hier rein und gucke in Google, gehe, ach so. Wo muss ich da hin? Ich gehe auf Google. Ich gehe auf Google und suche mir das aus, gehe in Livestreaming rein und sehe, dass in dem Chat, Live-Chat, nee, da ist auch nichts angekommen, außer mein eigener Chatbeitrag, der ist da. Also, wäre nett, wenn Sie mal kurz Hallo schreiben, dann wüsste ich, dass es funktioniert. So, dann geht's jetzt weiter mit Firefox. Ja, ich lese mal vor. Jetzt mit Rücksicht auf die wenigen Live-Zuschauer. Aktuell, den Ukraine-Krieg hätte es wie alle anderen Kriege nie gegeben, wenn die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung schon lange eingeführt wäre, weil dort die Waffensparten nach Umdefinition in Friedensförderungssparten nur dann noch gleiches Geld von den Regierungen bekommen hätten, wenn die Zahl der durch Gewalt Getöteten weltweit pro Jahr um zum Beispiel 5% abgenommen hätte. Geringere Abnahme bedeutet weniger Geld. So hätten diese Sparten angriffsungeeignete Defensivtechnik entwickelt und zur Verfügung gestellt und die Welt mit Friedensarbeitern überschwemmt. Denn aus naturwissenschaftlicher Sicht ist die Hauptursache für Krieg die Marktwirtschaft Kapitalismus. Beim Kolonialismus wird noch diskutiert, bekämen Bonobos plötzlich Schiffe, wären sie dann auch noch pazifistisch gegenüber Gruppenehen am ganz anderen Ende ihres Verbreitungsgebietes? Ja, also das ist so die Frage. Also ich fasse das nochmal ganz einfach zusammen. Wir entziehen also den kapitalistischen, marktwirtschaftlichen Waffenkonzernen das Geld, die Beute. Da sie nur noch das gleiche Geld kriegen wie vorher, wenn die Zahl der Getöteten im nächsten Jahr in den für sie zuständig, also in den Krisengebieten, für die man sie zuständig erklärt hat, oder in Absprache, ja,
Wenn dort die Zahl der Getöteten um 5% zurückgegangen ist und auch weltweit um 5% zurückgegangen ist, dann gibt's noch Geld, das gleiche Geld. Wenn nicht, gibt's weniger Geld. Sodass dann unter den Waffenkonzernen, die sich ja ab dem Moment als Friedensförderungsfirmen verstehen, in dem Moment kommt es dann automatisch zu einem Wettbewerb, dass die einen es besser schaffen, nur noch defensiv Abfangraketen, Abwehrtechniken zu entwickeln, durch die nichts durchkommt, aber mit denen man auch niemanden angreifen kann. Die Welt mit Friedensarbeitern zu überschwemmen, sodass überall Frieden herrscht und besonders in den Krisengebieten, für die man sie besonders zuständig gemacht hat, weil das wird dann noch etwas höher gewichtet als die Weltsituation. Und so haben wir dann sozusagen einen Wettbewerb der Firmen darin, Frieden zu produzieren und nicht Kriegstreiberei zu betreiben, wie es ihre Aufgabe im Kapitalismus ist. Ja, wie es ja auch jetzt erfolgreich geschehen ist. Übrigens, ich sage Ihnen mal meine private Meinung, wie sich das abgespielt haben dürfte mit dem Ukraine-Krieg. Ich glaube, dass die Hauptkriegstreiber die amerikanischen Waffenkonzerne waren, weil die alle immer mit einem Fuß im Weißen Haus stehen und die NATO und Amerika immer wieder aufgehetzt haben, die USA immer wieder aufgehetzt haben, doch irgendwie immer näher an Putin ranzurücken und immer näher Atomraketen direkt an der Grenze zu Putins Russland aufzustellen und das durch dieses ständige Nahrücken und dieses ständige aggressive Gerede, ja, wir müssen die Russen da einschränken und wir müssen da knallhart gegen die Russen vorgehen, dass das so lange diese Provokation dazu geführt hat, dass Putin eben jetzt durchgedreht ist und jetzt gesagt hat, nein, ich lasse mir das nicht gefallen, dass direkt an unsere Grenze dann am Ende die NATO rückt und irgendwelche Atomwaffen direkt auf Moskau zielen. Das machen wir einfach nicht mit. Und jetzt sorge ich dafür, dass die Ukraine ein neutraler Puffer wird oder irgend sowas. Ne? Auf jeden Fall eine Pufferzone wird, so dass da die NATO nicht näher rücken kann. Ja, und dann wäre die Hauptursache wieder der Hauptkriegstreiber in der Welt, nämlich die amerikanischen Rüstungskonzerne, die westlichen Rüstungskonzerne, wobei natürlich die russischen Rüstungskonzerne ja auch mittlerweile kapitalistisch sind und sicherlich auch kräftig an der Kriegstreiberei mitwirken. Ne? Aber das ist so meine persönliche Vermutung, dass es so eigentlich gelaufen ist. Und jetzt wird auch die deutsche Bevölkerung gerade aufgehetzt dazu, auch angriffslustig zu werden gegenüber Putin. Putin wurde habe ich mitgekriegt, als neuer Hitler denunziert. Und jetzt geht's eben darum, jetzt läuft gerade auf allen Kanälen, also die psychologische Kriegsführung, die Aufhetzung der deutschen Bevölkerung, auf dass sie dann mit Hurra in einen Weltkrieg gegen Russland ziehen möge, mal wieder. Ne? Ja, und dieses Aufhetzen läuft gerade im Westen. Ne? Die Völker, ich habe ja vorhin geschildert, wie beeinflussbar die Menschen sind, wie vertrauensselig sie sind und die Masse wird auch da wieder mitlaufen im Krieg. So, jetzt zeige ich hier erst einmal nochmal vor den Kurznachrichten für heute. Jetzt zum Beispiel, jetzt könnte es ja sein, dass jemand den Ansatz der GWO gut findet als Teil der Gruppe der gemeinwohlökonomischen Wirtschaftssysteme. Und und hier findet man ja immer bei der von uns beratenden Partei des Gemeinwohls immer so viele Videos und so weiter, weil es hier einfacher ist, ja auch Videos zu setzen und so weiter. Und da haben wir also hier,
Wie gesagt, New World Economic Forum. Ich bin jetzt quasi hier in einer Einzelsitzung, ein einziger Gast des New World Economic Forums heute nur. Und am Samstag sind wir dann wieder mindestens zu zweit, am Montag wahrscheinlich wieder zu fünft. Und ja, und hier sehen wir, sehen Sie alle Fernsehsendungen, ne? Sie, das ist übrigens die Internetadresse, wie Sie dann auf diese hier, das müssen Sie einfach eintippen. Ja, Video anhalten und dann abtippen. Und dann haben Sie diese Seite und dann können Sie im Original alle diese Fernsehsendungen schauen, die ZDF-Sendung. Hier, das ist der Auftritt bei einer Kölner Hochschule, Technische Hochschule Köln, mit heutigem Vizekanzler Habeck und Christian Felber, dem Begründer der Gemeinwohlökonomie als Teil aller gemeinwohlökonomischen Wirtschaftsformen. Ne? Und hier der Schrot und Korn, der Artikeltext ist allerdings nicht drin, weil man ja nicht weiß, ob man da über Urheberrechte verletzen würde, wenn das lesbar wäre. Und dann hier der Arte-Bericht, Brecht und Felber, Richard David Brecht und Felber, Christian Felber beim Linken, Sender Thilo Jung und Naiv, Christian Felber. Ja, dann haben wir hier Zeck, Felber und Zeck, ja, treffen sich. Und hier haben wir, ja, also ich kann Ihnen sagen, liebe Zuschauer, ich bin der Meinung, dass die Gruppe der Gemeinwohlökonomien das Rennen machen wird, dass das das Beste ist, was wir als nächstes tun können. Und dazu werde ich noch einiges sagen. Vorhin habe ich Ihnen ja das Bild vom alten Wirtschaftsforum Davos schon gezeigt, im Gegensatz zum New World Economic Forum. Und das ist jetzt Filme über das Neue. Das ist leider mit dem schönen Bild nicht mehr, da ist nochmal das schöne Bild, nicht mehr vorhanden bei Arte. Das wurde wieder rausgenommen von Arte. Ja, und das ist der Moderator. Ja, und so haben Sie, können Sie hier alles jetzt wieder schauen, alle Filme schauen, dass Sie ein Gefühl kriegen, was gemeinwohlökonomisches Denken der Gemeinwohl, der Gruppe der gemeinwohlökonomischen Wirtschaftsformen ist. Ne? Ja, und dann schauen wir jetzt noch mal hier rein. Ja, und dann lese ich mal vor. Jetzt ein paar Kurznachrichten noch. Ja, die Fähigkeit der Menschen zur Selbstlosigkeit, wie groß ist sie? Das ist eine große Diskussion. Ja? Ich muss gerade mal schauen. Ja. Aber vielleicht beginne ich mit dem Wichtigsten zuerst. Wo steht denn das hier in den Aufzeichnungen? Also, diese ganzen anderen Konzepte, die letztendlich nicht konform gehen mit der Gruppe der Gemeinwohlökonomien oder der gemeinwohlökonomischen Wirtschaftsformen, die mit dieser alle Ansätze, die mit dieser Gruppe nicht konform gehen, zum Beispiel die radikalen linksextremistischen Gruppierungen, die sind alle Opfer einer Gehirnwäsche der vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten. Die zeige ich jetzt gerade nochmal, die Sozialsparten. Wo könnte ich jetzt die Sozialsparten finden? Ja, zum Beispiel hier finden wir sie doch schon wunderbar. Alle Sparten sind Geiseln der Menschheit im Kapitalismus, ja? Und die Sozialsparten sind die schlimmsten. Was ist so schlimm an Wohlfahrtsorganisationen oder an Arbeitsämtern, die ich mal mit zu den Sozialsparten zählen würde, oder an Mitarbeitern von karitativen Einrichtungen? Was ist so schrecklich im Kapitalismus an Sozialspartlern? Das sind doch richtig soziale Typen. Nee, eben leider nicht. Bewusst, ja, natürlich, denn bewusst sind alles gute Menschen.
auf der Bewusstseinsebene. Aber im Bereich des nicht bewussten faktischen Handelns, da geschehen leider die kapitalistischen Schweinereien. Und die sehen so aus. Wie sehen die aus? Moment. Falsche Richtung, vermute ich mal. Ja, da war es doch wahrscheinlich schon. Die Sozialspartler, wenn die den Irrtum entwickeln, dass die Alpha-Beta-Gamma-Tiere unwichtig seien und die Omega-Tiere irgendwie, dass die Reichen, die Alpha-Beta-Gamma-Tiere jeder Gruppe, hoch besteuert werden sollten oder enteignet werden sollten oder gar in einer Revolution getötet werden sollten und dann die Omega reich gemacht werden sollten. Warum ist das ein Irrtum? Und was bringt es für Vorteile den Sozialspartlern, solch einen Irrtum zu verbreiten? Warum? Wieso ist das ein vorteilbringender Irrtum? Ein parasitäres Meme, das Vorteile bringt und schmarotzerische Effekte auslöst. Ja, also wie funktioniert sowas? Ja, es ist ganz einfach. In der Natur ist es so, dass die ganze Zukunft jeder biologischen Gruppe ausschließlich von den Alpha-Beta-Gamma-Tieren jeder Gruppe stattfindet, also von den fähigsten, also von den Reichen zum Beispiel, abhängt. Und die Omega-Tiere spielen für die weitere Evolution der Gruppe meistens eigentlich überhaupt keine Rolle. Die sind sozusagen schon die Geschichte der Gruppe. Und aus den Alpha-Beta-Gamma-Tieren und deren Nachkommen, viele biologische Arten lassen auch nur Nachkommen von Alpha-Beta- und Gamma-Tieren zu, manchmal sogar nur von den Alpha-Tieren zu, eben damit die Art eine Zukunftschance hat, damit die biologische Gruppe in der Zukunft auch noch leistungsfähig da ist. Denn wenn sie die Omega-Tiere, die unfähigsten der Gruppe sozusagen, Kinder kriegen lassen würde, dann wäre sie ruckzuck ausgestorben bei dem knallharten Wettbewerb, der überall in der Natur herrscht und der auch bei uns zwischen den Staaten herrscht, ne? Und von daher ist ein vorteilbringender Irrtum, die Menschen aufzuhetzen, zu glauben zu machen, dass es gut wäre, sich gegen die Alpha-Beta-Gamma-Tiere zu wenden und dass dadurch irgendwas Gutes zustande käme. In Wahrheit hat das nämlich die Folge, dass die Reichen zum Beispiel abwandern, die Alpha-Beta-Gamma-Tiere abwandern, ihre Arbeitsplätze mitnehmen und zurück ein verarmtes Land bleibt. Also ich zeige das nochmal an einem anderen Schaubild. Wo ist es? Hier vielleicht? Mal gucken. Ja, hier war's. An diesem Schaubild. Nämlich, dass also die Alpha-Beta-Gamma-Tiere sind also in der Normalverteilung, das sind die fähigsten und die Omega sind die unfähigsten, die bei Bonobos übrigens sogar an den Rand gedrängt werden und manchmal sogar von den Frauen aggressiv spät abgetrieben werden, also vertrieben werden und dann zum Tode verurteilt sind. Ja, manchmal werden sie auch am Rande, in einem Filmbericht hat zuletzt gezeigt, wie sie am Rande geduldet werden. Ja, einzelne, missratene Männer sozusagen, genetisch defekte wahrscheinlich und irgendwie unfähige Männer, die werden dann eben am Rande noch irgendwie geduldet, aber mit ganz geringen Fortpflanzungschancen, kriegen auch ab und zu Sex ab, weil ja die Bonobos mit sehr liebesintensiv sind, damit eben niemand mehr weiß, wer der Vater welches Kindes ist und damit dieser am Rand randständige Mann dann auch nicht auf die Tendenz bekommt, Kinder zu töten, denn solange er glaubt, er hätte eine winzige Chance, vielleicht der Vater eines der Kinder zu sein, dann weiß er ja nicht, welches Kind von ihm ist und dann kann er gar keins töten. Na, das ist ja die Logik des Bonobos. Kommunismus, ne? Des Infantizidverhinderungsprinzips. Ich habe das ja früher genannt, Infantizidverhinderungsgroßgruppenpaarungssystem. Übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding immer anklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude, was natürlich bei dem Livestream nicht viel bringt. Es sei denn, man holt von hinten her auf und schaut es sich von hinten her an. Ne?
die Sendung. Dann kann man die Geschwindigkeit auch erhöhen auf 2,0 und dann kann man das aufholend vorgehen. Ne? Ja, und jetzt ist also der Vorgang der, dass die Sozialspartler also aufhetzen, diese hier zu vertreiben durch überhöhte Steuern oder durch Todesdrohungen, die Reichen zu vertreiben. Dann bleibt ein Land der Unfähigen zurück und dieses Land der Unfähigen wird immer mehr arbeitslose, obdachlose, verwahrloste Menschen haben und die Sparte der Sozialspartler hat einen Zuwachs an Kundschaft. Und erst wenn das ganze Land dann pleite gegangen ist und untergegangen ist wie das Römische Reich, dann wird es auch Zeit für die Sozialspartler, das sinkende Schiff zu verlassen. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff und wandern dann aus in andere Staaten, wo sie dann als Sozialspartler auch wieder einen Job finden und dann den anderen Staat auch wieder mit ihren vorteilbringenden Irrtümern kaputt machen, indem sie als Sozialspartler wieder die neue Bevölkerung auch wieder aufhetzen, sich gegen ihre eigentlich überlebenswichtigen Alpha-Beta-Gamma-Tiere zu wenden. Ne? Und diese zu vertreiben oder zu töten oder was auch immer, ja. Und das ist viele der Ansätze, die weitergehen als die Gruppe der gemeinwohlökonomischen Wirtschaftsformen, gehen nur deswegen weiter und haben diese anderen Ideen, weil sie der Gehirnwäsche der vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten erlegen sind und deswegen eine falsche Weltsicht haben. Zum Beispiel auch den großen vorteilbringenden Irrtum im Kopf haben, dass alle Neugeborenen, egal welcher Eltern, potenzielle Genies seien, wenn es mit der Bildung nur stimmen würde. Das ist aber naturwissenschaftlich total widerlegt. Das ist eine der bestwiderlegten vorteilbringenden Irrtümer, sozusagen. Weil wir genau wissen, dass wenn die Eltern beide ein 1,0 Liter Hubraumgehirn haben, also ziemlich dumm sind, strunzdumm sind, dann werden auch die Kinder irgendwie um die 1,0 Liter sich leicht streuen und können durch keine Bildung zu Genies gemacht werden, während wenn die Eltern 2,0 Liter Hubraumgehirn haben, beide, dann streuen deren Kinder auch wieder um die 2 Liter und die werden auch bei einer nicht ganz so tollen Bildung immer noch Genies, ne? Weil die die Genetik dafür haben und das Gehirn dafür haben, ne? Und ja, und dann lese ich mal die weiteren Kurznachrichten vor. Mal schauen, was jetzt noch nötig ist für heute. Für meinen Solo-Auftritt im New World Economic Forum, ne? Und zugleich Techniktest für Samstag, ne? Die Fähigkeit der Menschen zur Selbstlosigkeit, wie groß ist sie? Ja, also das ist eben der Punkt. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Bei uns mit 0,5 oder maximal 0,6 Verwandtschaft. Und weit entfernt von dieser 1,0 Verwandtschaft oder 0,75 ist gleich 1,0 Verwandtschaft der Ameisen und Bienen und so weiter. Braucht der Mensch einen Rahmen, der ihn selbstloser werden lässt? Das ist eigentlich die bonobo-kommunistische Gruppenehe gewesen, da die aber aktuell zerstört ist und im Moment nicht leicht aufbaubar ist wegen der kapitalistischen Gehirnwäsche, bleibt uns nichts anderes übrig, als den Weg der gemeinwohlökonomischen Wirtschaftsformen zu gehen und eben schädliches Tun finanziell abzustrafen und Gutes tun finanziell zu belohnen. Also der Supermarktleiter kriegt dann nur noch gutes Geld, wenn die Kunden sich gesünder entwickeln, seltener Krebs entwickeln und so weiter, weil er seinen Markt in eine Gesundheitsanregungslandschaft verwandelt mit Ampel, roten und gelben Warnecken für all das Krankmachende und der grünen Verführungslandschaft, Gesundheitsanregungslandschaft mit Ernährungsberaterin und so weiter, ne?
Das ist ja das Grundmodell unserer GWO, unserer gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung. Ja, also die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung können Sie vielleicht verstehen als den ersten Schritt weg vom Kapitalismus und von der Marktwirtschaft. Ob dann später noch weitere Schritte sinnvoll sind, können ja dann gerne danach erwogen werden. Ne? Also, faktisch, ja, wenn wir den Milliardärskönigen, wo sind unsere Milliardärskönige? Ne? Wo sind sie? Milliardärskönige, zeigt euch. Bin ich denn in der richtigen Richtung unterwegs? Ich glaube nicht. Immer diese Richtung. Da ist er doch schon, der Milliardärskönige. Ja? Wenn ich den Milliardärskönigen Milliarden wegnehme, dann ja, schadet das. Ja, also was passiert, wenn ich zum Beispiel Geld abschaffe? Dann nehme ich den Milliardärskönigen zum Beispiel hunderte Milliarden weg, 200 Milliarden weg, dem Jeff Bezos oder 170, ich weiß nicht, wie viele Milliarden er hat gerade aktuell. Dann nehme ich ihm 170 Milliarden weg. Dem Armen nehme ich dafür aber nur vielleicht 500 Euro weg, ne? Ja, bei der Geldabschaffung. Und ich weiß nicht, wenn ich ein geldsüchtiger Milliardärskönig im Kapitalismus wäre, ich würde mich gegen die Geldabschaffung wehren und dann würde sie auch nicht kommen. Weil ich ja als Milliardärskönig das Sagen in der Welt hätte. Weil ich über alle Medienkonzerne verfüge oder und über die ich nicht verfüge, da bin ich der Hauptwerbekunde und damit Hauptgeldgeber und damit singen die sowieso nur mein Lied, die ganzen Journalisten und so weiter. Ja, also das heißt, ich vermute, dass die Geldabschaffung als ersten Schritt von den Reichen jetzt nicht unbedingt mit Begeisterung begrüßt werden würde. Vermute ich jetzt mal einfach, ne? Ja, und der Diplom-Theologe Jürgen Wagner, der tritt ja nicht nur als fairer Moderator auf, sondern er hat ja auch noch seinen eigenen Lösungsentwurf. Und dabei versucht er pädagogisch quasi die Menschen, die oft gerade bei Fremden nur 0,0000 so und so viel verwandt sind miteinander, sich zu verhalten, wie als wären sie wie Körperzellen 1,0 miteinander verwandt. Ja, das halte ich für schwer erreichbar, aber er soll es gerne versuchen, denn alles, was Gutes tun und gemeinwohldienliches Handeln von Menschen erzeugt, ist mir nur recht. Ja? Und da kann ich nie was dagegen haben. Ja. Ja, ich werbe nochmal für das, was ich vertrete. Ich vertrete ja also die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung aus der Gruppe der gemeinwohlökonomischen Wirtschaftsformen, deren berühmteste ja die Gemeinwohlökonomie Christian Felbers ist. Und ich darf auch vertreten die von uns beratende Partei des Gemeinwohls, PDG. Und ich werbe ja auch für die von mir möglich gemachte Gemeinwohlgemeinschaft Köln Süd. Also herzlich willkommen, wer da einziehen möchte oder mitarbeiten möchte, mitarbeiten und mitleben möchte, mitleben und arbeiten möchte. Ja, dann kommt jetzt noch etwas. Ja, unser Problem ist natürlich, dass so etwas wie die Partei des Gemeinwohls natürlich unverstehbar ist. Ihr fehlt nämlich das Blenderische, ja? Also die Menschen sind ganz woanders. Sie sind ja gewöhnt, vom Kapitalismus geblendet und manipuliert zu werden mit hübschen Bildchen und mit all dem. Aber das können wir ja alles nicht finanzieren, ne? Und die Masse geht ja irrtümlich davon aus, wir hätten schon eine Durchlässigkeitsdemokratie und das führt dann dazu, ja, dass sie nicht erkennen, dass eben vielleicht neue Parteien nur dann wieder überhaupt aktive Mitarbeiter gewinnen können, wenn sie schon wieder über so viel Geld verfügen, dass sie schon wieder glitzernd und blendend auftreten können und dann auch die Leute blenden können. Und das können wir halt nicht und deswegen tut sich da natürlich relativ wenig bis jetzt, ne?
Ja, und wie gesagt, da vielleicht für Sie noch interessant, ich hatte gestern ein sehr tolles Telefonat mit dem Büro von Vizekanzler Habeck und dort hat man sehr großes Interesse daran bekundet, auch mal zu erfahren, was die Schwächen der Gemeinwohlökonomie des Christian Felber sind und was die Vorzüge der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung der Next Scientist for Future vom Weltrat sind. Vielleicht kommt es da bald zu einer Einladung zu einer Online-Konferenz entsprechend und so weiter. Ja, also ich fasse nochmal zusammen. Die Zerstörung der bonobo-kommunistischen Gruppenehen, der unserer Savannen-bonobo-kommunistischen Gruppenehen vor 400.000 Jahren durch die Marktwirtschaft warf die Savannen, uns Savannen-Bonobos wieder zurück in einen uneingeschränkten Egoismus, weit entfernt von gemeinwohlorientierter relativer Selbstlosigkeit. Und dann haben wir, um das zu therapieren, diese zwei Schienen. Wir haben einmal die Pädagogik hin zu größerer Selbstlosigkeit, wo ich nicht weiß, welche Chancen die hat, ne? Weil das ja eine Art moralisch-ethische Entziehung sein muss irgendwie. Und das zweite wäre die GWO, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, eine Art planwirtschaftlicher, gut planwirtschaftlicher, im Gegensatz zum pseudoplanwirtschaftlichen Rahmen der des Pseudokommunismus und das Pseudo ja des Pseudosozialismus. Ist es da, handelt es sich also um eine echte und gute planwirtschaftliche Konzeption, einen guten planwirtschaftlichen Belohnungsrahmen und der lenkt dann hin zum gemeinwohldienlichen Handeln, macht also quasi aus schädlichen Egoisten erst einmal unschädliche Egoisten oder gutestuende Egoisten und dann können ja das Wunder geschehen, dass über die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften wieder experimentiert wird mit Savannen-Bonobo-kommunistischen Gruppenehen und dann vielleicht auch wir wieder so leben und dann auch wieder viel selbstloser handeln dann, denn Bonobo-Männer schenken ja alles den Frauen und Kindern und die Frauen schenken ihre Liebe den größten Schenkern, den Alpha, Beta, Gamma-Schenkern und eben nicht vorrangig den Omega-Schenkern. Da gibt's ab und zu auch ein bisschen Sex, weil eben der ja auch sozusagen in die Vaterschaftsungewissheit kommen soll. Da ich nicht weiß, ob ich nicht vielleicht doch Vater eines Kindes bin, kann ich gar kein Kind mehr quälen und töten, ne? Und dadurch werden dann diese Omega-Männer am Rande der Gruppenehen, die gerade noch so geduldet werden, dann auch weniger schädlich und weniger gefährlich gemacht. Und wenn aber das nicht gelingt mit dem weniger schädlich machen, dann wird so jemand ganz vertrieben und damit dem Tode verurteilt. Und da schließen sich dann Frauengruppen zusammen und vertreiben oder töten direkt und führen in dem Sinne eine super späte Abtreibung durch. Ne? Ja, Sie merken es, das einzige Art, von der wir Naturwissenschaftler lernen können, wie wir Menschen sein dürften und könnten, sind eben die Urwald-Bonobos Panpaniskus. Ne? Denn wir sind vermutlich in Wirklichkeit Savannen-Bonobos auch heute noch genetisch. Ne? Warum haben die Bonobos so riesige Geschlechtsorgane? Weil sie nicht ständig aufrecht gehen. Also ich vermute, dass unsere Geschlechtsorgane die weiblichen besonders etwas kleiner werden mussten durch den ständigen aufrechten Gang, weil das einfach nicht harmoniert hätte, weil es da vielleicht zu Abscheuerungsprozessen und Wundscheuerungsprozessen gekommen ist und deswegen dann also die Träger großer Geschlechtsorgane da ausgestorben sind. Und übrig blieben die mit den etwas kleineren und jogginggerechteren Geschlechtsorganen. Und deswegen sieht man bei Bonobos da sehr große weibliche Genitalien auch und bei uns etwas kleinere. Ist wohl eine Anpassung an das Savannendasein, das Joggen in der Savanne von uns Savannenbonobos. Ja. Ja. Die.
Ja, und das Entscheidende habe ich gesagt, dass die Sozialsparten die Ursache aller anderen Konzepte außerhalb der Gruppe der gemeinwohlökonomischen Wirtschaftsformen sind und damit schädlich sind. Und jetzt verabschiede ich als erstes die eigentlichen Talk-Teilnehmer, also nicht die Live-Fernsehzuschauer, sondern die normalen Aufzeichnungszuschauer verabschiede ich und die Gäste, die heute leider nicht da sind, aber die sonst vielleicht da sind. Also tschüssi, bis Samstag, da sind wir dann wieder mindestens zu zweit, montags circa zu fünft und hoffentlich bald zu zehnt oder zu zwanzigst. Also ich verabschiede erst einmal nur die Aufzeichnungszuschauer. Tschüssi!